Herzlich willkommen zurück zu Knaller durchgenommen, Teil plus 3. Und was folgendes ist bislang geschehen, Dennis, wir sind runtergefallen in Anor Londo. Und mit wir meine ich bin runtergefallen in Anor Londo. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört und da machen wir jetzt weiter. Quest ist immer noch das Lord Vessel holen und gleichzeitig 4 Level aufsteigen, um endlich mal eine gute Waffe zu benutzen. Einmal ganz kurz gegenchecken, ob es wirklich 4 sind oder weißt du es aus dem Kopf, wie viele wir noch brauchen? Ich meine, es sind 4. Nochmal kurz Recap. Wir wollen dieses Schwert benutzen. Ne, 3. Black Knight Greatsword brauchen 32. 3 Level. Oh, wir haben zu viel in Stärke gesteckt. Ja. Wir hätten eigentlich nur noch ein Level gebraucht. Ja. Egal. 4. Ist ja auch wurscht, weil wir eh brauchen eh die Stärke. 50 irgendwann Stärke und deshalb ist das auch nicht verschwendet. Willst du nicht ein anderes Schild nehmen wieder? Oder was? Oder überhaupt ein Schild? Ja, ich wechsle das hier gleich, wenn der Fahrstuhl kommt. Ich hab keinen Bock, den gleich wieder zu verpassen. Der braucht immer ein bisschen. Wie siehst du alles super? Achso, ne, hier muss das Schild hin, ne? Ja, auch nicht das oder nimm das Stamina-Schild, oder? Ja, ne, Stamina-Schild. Ich mag diese 100%-Dinger. Ich kämpfe mit dem. Haben wir eigentlich schon das Boulder-Ding? Ne, ne, das haben wir nicht gekriegt. Das Crest-Shield, das war gegen Magie, ne? Ich glaube, Feuer haben wir hier nämlich nicht. Sondern nur so. Eigentlich ist es nur. Mit Waffe geht das Spiel leichter, ne? Weißt du? Achso, ja, das ist ein Punkt. Oh, ich mag das hier nicht. Boah, hast du gesehen? Diese Kamera. Nochmal, Na komm schon, was ist los, Schlagomat hier? Scheiß Keramik. So. Hoch auf die Balustrade. Und jetzt sehen wir da hinten schon unsere Seelen, unsere. Dann auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Oh, scheiße. Eben war ich noch entspannt, aber. Du kannst ja auch mal von hier mit dem Bogen einfach runterballern. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er getriggert. Was war das da links? Achso, der Schatten. Ja, der ist mir aber auch aufgefallen. So, komm her, du weißer Darth Vader. Ja, die sehen aus wie diese roten Wachen vom Imperator. Junge! Junge! Ja, er spielt mit dem Feuer hier oben. Ne? Man glaubt, es ist safe, aber man ist nie safe. Komm, schieß ihm mit die Bogen. Nee. Ich hab keinen Bock jetzt hier auf den Bogen zu wechseln. Die werft einen ganz schön zurück, ey. Okay, ich bin gerade nur irritiert, weil irgendwie es ist gerade zweimal hintereinander, dass er meinen Schlag nicht ausgeführt hat, weißt du? Ich war gerade irritiert, als wenn der Knopf nicht funktioniert hätte. Heilen? Okay. Jetzt ist alles gut. So, Schlag, Schlag. Guck mal, siehst du, da macht er den. Ist das die Stamina? Oder woran liegt das? Ja. Ey, guck mal, was sind da unten die Markierungen? Das bringt aber nichts, da hinzugehen, ne?
Welche? Da vor der Statue. Das? Ach so, doch, ja, da müssen wir gleich lang. Das ist halt, also da können wir auch schon jetzt hoch. Ich muss nur kurz überlegen, ist das wirklich richtig? Heil dich doch erstmal. Okay. Ist das wirklich richtig? Ja, genau. Denn da drüben ist eine Kiste, deswegen müssen wir da rauf. Ist da jemand? Wir werden es gleich sehen. Oh ja, hallo. Da merkt man richtig, wie die fiesen Programmierer sich genau gesagt haben, okay, da sieht man ihn nicht, da ist er im Totenwinkel, da stellen wir ihn hin. Ja? Okay, gute Truhe. Was ist drin? Ach, so ein Scheiß, wo ich nicht mehr weiß, was das ist. Ich glaube, das ist ein Heilding. Ich sag Holy-Verzauberung. Holy-Verzauberung. Was sag ich mit den 5 Euro? Hast du die dabei? Ja. Rück mal raus hier. Jetzt müssen wir schon zeremonial machen. Ist das doch wieder vergessen morgen? Solange du es nicht vergessen hast, bringt mir das ja nichts. Außerdem ist ja auf Tape. Yeah! Eddie stand vorhin da rechts an diesem, an dieser Sackgasse rechts. Okay, du meinst gestern oder vor einer Woche oder wann? Ja. Ja. Und hier ist immer noch die Kathedrale. Wir sind ein Stück dichter dran. Sind jetzt hier auf dieser rotierenden Säule. Wenn wir ganz runter gehen, was ist dann? Dann kommen wir unten erstmal, ne? Machen wir erstmal das. Der Kollege kommt später. Dann können wir auch von da mit Pfeilen auch bearbeiten. Ja? Oh ne, okay, wir müssen es erst einmal betätigen. Hier bin ich immer erst einmal irritiert und muss es erst einmal ausloten, in welche Stellung der Hebel muss. Ja. Wir können diesen Turm nämlich bewegen. Es gibt in Dark Souls zwar keine Rolltreppen, aber es gibt Drehtreppen. Das ist ganz oben, wo wir jetzt waren. Jetzt kommen wir unten hin. Und wir können noch einen tiefer zu dem Bonfire. Was machen wir? Wollen wir erst Bonfire? Ja, ist egal. Ist auch nicht so viel kürzer, obwohl doch. What? Aber jetzt kannst du. Yeah! Oh, da habe ich so viel aufgenommen. Da ist er gut am Arsch, der Typ. Ach, du aber auch. Woppa! Gangnam Style. Sehr gut. Gargoyle Helm, Gargoyle Shield. Kannst runtergehen zum Feuer. Aber es ist nicht so eine Abkürzung, also kannst auch das Feuer oben lassen. Jetzt kommen wir drauf an, was wir jetzt machen. Ariamis? Oder? Nee. Machen wir danach, nach Anor Londo, oder? Ja, ne? Okay. Gut, dann lassen wir es. Ich würde auch sagen, wir gehen erstmal zum Schmied. Das ist Priorität Schmied. Ja? Der neue. Dann haben wir auch das Lord Vessel, dann haben wir eh viel mehr Möglichkeiten. Das ist hier jetzt Priorität. Worüber wir gerade diskutieren, ist hier in der Kathedrale, habt ihr ja gesehen. Da ist das Erdgeschoss noch unerforscht gewesen von uns und da ist noch was. Das machen wir aber später. Und jetzt wird's hart. Mit einem Speer plus 1, also. Ich weiß nicht, ob das so cool ist.
Die halten auch noch mal mehr aus als die eben, oder? Ja. Ist schon die upgegradete Variante, aber es gibt eine noch stärkere Variante. Die sehen wir aber gleich. Genau. Was geht ab? Hey. Too much graphics. Ach, scheiß Schild. Boah, was der braucht, ne? Nicht da hinten. Ich kann dem jetzt nicht näher gehen, weil der hat ja noch seinen Kollegen da. Ne? Und gegen zwei ist eigentlich, kannst vergessen. Muss der hier schon aufpassen, dass der dich nicht trifft. Boah. Komm her, nicht flüchten. Hui! Wuff! Schon wieder ein Level jetzt. Mhm. 1500. Einzeln sind die eigentlich gar nicht so schwer. Die hauen zwar ordentlich rein, aber die Attacken von denen sind recht langsam und man hat viel Trefferfläche. Ja. Zu zweit werden die ungemütlich halt. Ich fand die als Mage schwer. Die haben immer das Schild oben, bist du einfach nicht durchgekommen. Und sie dauern echt. Spring nicht wieder weg da, so. Okay, da links ist eine Tür, die haben wir noch nicht geöffnet. Hier ist eine Tür, die haben wir noch nicht geöffnet. Geh doch mal hin, zeig das doch mal. Hier ist die Tür. Nee, ob man die öffnet. Open. Locked. Open. Ja, die sind nämlich verschlossen, die Türen, und deshalb müssen wir außen rum gehen. Es wäre auch zu schön, wenn man da einfach frontal durch die Eingangstür marschieren könnte. So leicht machen sie es einem dann leider nicht. So, hier ist nichts. Und die Typen, wenn ihr euch erinnert, das sind die Typen, die uns auch freundlicherweise überhaupt erst hier hingebracht haben. Die haben einen coolen Stab. Der ist von Haus aus schon mit Blitzverzauberung versehen. Ja. Spring hoch. Ja. Und runter. So, das machen wir auf der linken Seite auch nochmal. So. Sind leider nicht die hellsten Tiere am Horizont. Nee. Oder Monster. So. Und dafür geben die eigentlich auch ganz gut Seelen. Oh, jetzt kommt eine Stelle, die viele meinen, dass es eine der unfairsten Stellen im Spiel ist. Die ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ich finde sie auch nicht so schlimm. Ich kann sie einfach auch sehr gut. Und zwar werden wir gleich uns auf eine Dachzinne begeben, die sehr dünn ist. Und auf dieser Dachzinne erwartet uns ein Black Knight, Dark Knight, whatever. Nicht ganz. Zwei. Zwei. Und die haben fette Bögen, mit denen sie versuchen, euch von der dummen Dachrinne runterzuballern. Ja, das stimmt. Und zwar hier, da oben rechts sieht man ihn schon.
Da steht er auf so einer. Das ist echt eine fiese Stelle. Also ich kann dir ja mal sagen, wie meine Herangehensweise ist. Ja. Hochhängen und aufs Maul hauen. Okay. Probier's mal. Oh, what? Okay, das Ding ist, ich glaube, wenn wir da durch sind, kommt auch schon gleich ein Bonfire. Also, ich probiere es, wie Eddie es gesagt hat. Hochrennen und aufs Maul hauen, das ist wirklich... Also, wenn man nah an denen dran ist, stecken die halt auch die Bögen weg. Wenn man da zu lang zögert, dann klappt es nicht. Aber einfach hingehen und auf die Fresse hauen, klappt eigentlich immer ganz gut. Das Krasse ist halt, dass die diese Speere haben. Und, die haben halt schon einen ziemlich krassen Rückstoß. Also auch wenn man die blockt. Ja, das war's. Fiese Stelle, ja. Wir machen echt wenig Schaden. Verdammt wenig Schaden machen wir. Du wolltest ja hier in Anor Londo leveln. 22.000 Seelen, die da oben auf der Kante liegen. Weshalb ich jetzt den Druck hab. Ja, ne? Erstmal immer du, der den Druck hat. Ja, ist auch so. Ah, ja, das Coole ist ja, dass du gerade meinst, die Stelle ist nicht so schwer. Baby, aber Baby dahin easy. Kommen ist nicht easy. Ich überlege gerade, was ich hätte anders machen können, aber... Alles? Nee, es war schon richtig. Der hat sich natürlich zu weit nach hinten getrieben. Mhm. Aber manchmal fällt er auch direkt runter nach zwei Schlägen. Also es geht in beide Richtungen. Ich glaube, so viel hättest du nicht anders machen können. Mit der Variante bin ich zumindest meist gut gefahren. Genau. Da sieht man immer schön die ganzen Items schon rumliegen. Ja, wir bräuchten einfach eine bessere Waffe. Es ist, wie es ist. Bin mal gespannt, wie du die battles. Bei mir dauert das immer ewig. Ja, eigentlich genauso wie du. Stelle hier. Wir können auch einfach durchrennen. Das ist eigentlich nicht wert, 22.000 Seelen aufs Spiel zu setzen hier. Alter. Was denn? Ich raff's nicht. Wieso trifft er mich denn immer? Jetzt haben sie sich aber eingegroovt, die beiden Spackos, aufeinander. Boah, ey, dafür, dass die so fett bewaffnet sind, sind die ganz schön feige, ne? Mhm.
Ich kann auch mal deinen Pyroman-Kram probieren, vielleicht bringt das was. Aber da haben wir auch noch gar nichts abgelevelt. Ja, das stimmt. Wir haben überhaupt bislang noch nicht so viel... so viel gelevelt. Ich bekleckere mich auch nicht mit Ruhm, wie du siehst. Also, das ist cool. Zweihändig. So. Die sind schon mal weg. Scheiße. 22.000 Seelen an der beschissensten Stelle im Spiel werden die vorher erstmal einlösen sollen. Die Waffe geht übrigens auch durchs Schild durch von denen. Mhm. Ich mag das Geräusch auch. Irgendwie dieses. Es hat mal so ein bisschen was von. Die Waffe geht ins Fleisch. Weißt du, wie ich meine? Das Blitzgeräusch meinst du? Ja, ja, nee, auch dieses, auch ohne Blitz hört man das immer so. Ja. Mann, die hauen aber alle rein hier. Es ist halt auch fucking Anor Londo, ne? Echt gut bewacht. Weißt du, bei mir macht er das einfach nicht. Ich glaube, links ist noch ein Item, was wir vergessen haben. Ja? Oder nicht? Nee. Could it be I'm falling? Nee, ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Hast du gespiegelt. Ach so, ja. Beim Schmied. Oder ist da was? Das ist auch nichts, ne? Could it be I'm falling? Could it be I'm falling in love? So, schwerste Stelle im Spiel. Hier kommt Eddie. Hier kommt Eddie mit Konfetti. Die Stelle hier finde ich eigentlich auch nicht so einfach. Wie hast du das eben gemacht mit denen? Sie einfach irgendwie geschafft, dass die da runter jumpen, ne? Ja, die jumpen halt überall runter, wo du es ihnen anbietest. Deswegen gehen ein Stück zu runter, zurück. Einer von den beiden, einer, die schubsen sich jetzt gegenseitig da jetzt runter. What? They don't schubs each other. Er muss sie schon dazu animieren, dass sie dich angreifen und rumrangeln da. Triffst eh nicht von hier. One. Und den musst du jetzt battlen. Guck mal, wie viel der abnimmt, dieser Schlag, ey. Wo hat der eigentlich die ganze Zeit seine Arme, wenn die so blutverschmiert sind, wenn wir nicht da sind? Mhm. Manche Sachen will ich gar nicht wissen. Ja, ne? Okay, jetzt kommt wirklich die Scheißstelle. Aber wie gesagt, ich mach sie einfach. Ich mach sie genauso, wie ich es gesagt hab. Das ist auch dumm, dass das Homing-Pfeile sind, ne? Ja, ne? Vielleicht ist es besser, erst den links zu machen. Ne, den kann man gar nicht machen, ne? Doch, den kannst du schon machen, aber.
Ich wollte nur mal um die Ecke gucken. Ich wollte nur mal. Das war so schlecht. Ich wollte nur mal gucken. Das ist ein paar easy Stitt. Guckst du um die Ecke gucken? Ich wollte nur mal. Ich wollte noch gar nicht loslegen, ich wollte nur mal gucken. Ja. Oh, jetzt fängt wieder an, Dark Souls zu sein. Wie mit unserem scheiß Speer hier, Zahnstocher plus 1. Wir hätten doch erst aufgrinden sollen bis zur besseren Waffe. Oder wir hätten den zumindest mal auf plus 2 oder plus 3 bringen sollen. Diese Piece of Shit Zahnstocher da. Ey, ich sag, renn jetzt an den Giants vorbei. Ja, die dauern echt lange und bringt zwar echt viel Kohle, aber du hast recht. Die dauern so lange. Ist auch für die Zuschauer scheiße. Ja, ne, wir handeln im Sinne des Zuschauers. Einfach da rechts vorbeilatschen. Das ist aber jetzt auch nicht so easy, aber na doch, wenn ich nur einen. Sehr gut. Doch, ist easy. So. Oh fuck, kommt der hier durch? Nee. Weil dann wäre doof. Nee, der kommt noch nicht durch. Ich glaub's ja noch nicht so richtig. Aber es ist so. Okay, der kommt da nicht durch, sehr gut. So, Ringo, komm hoch hier. Hier bitte, mit dem Rücken an irgendein Geländer, das sieht da immer schön. Hier sowas. Och, machst du da unten. Ich habe auch nur geblockt. So Sachen sind dann immer ein bisschen doof bei Dark Souls, dass die dann durch die Wände gehen, die Schläge oder so, ne? Das ist halt alles irgendwie. Da kann ich verstehen, da gibt's Kritikpunkte. Aber ist trotzdem super. Jetzt hast du mich echt auf was gebracht, wo die wohl mit ihren Händen rumwühlen. Ja, ne? An irgendwelchen toten Kadavern wahrscheinlich. Ja. Sind die Proctogolds. Oh, wie enttäuscht ich von mir bin. Kommst mal hoch! Okay, der hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Hier sein Kollegen. Ah, jetzt will er nicht. Okay. Was ist los? Okay. Schnell hier runter. Wieso kriege ich gerade so viel Schaden? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo kam das her? Du hast doch gar keinen Treffer gekassiert oder so. Nee. Vielleicht tatsächlich schon irgendein Speer oder so. Hab ich auch gar gedacht. Ja, das sieht ganz gut aus hier. So. Soll ich? Ja, die Taktik ist trotzdem die richtige. Einfach hochgehen und den Typen da. Es gibt auch abgesehen davon gar keine Alternative. Naja, Fernkampf, ne? Viel Spaß. Ist schwerer. Musst du mich. Die Stelle wäre schon ohne die Typen schwer. Aber sie ist natürlich voll easy, wie ich gesagt habe, ne? Das ist witzig, ich war gerade letztens mit Colin an derselben Stelle.
haben wir im Koop gespielt und er hat genau das gleiche gesagt und ist genauso kläglich im ersten Versuch da abgelebt. In der Theorie ist sie einfach, ja, aber das ist eine saufiese Stelle. Das ist wirklich, jeder kennt die. Das ist halt auch immer so eine Tagesformsache. Manchmal rennt man da durch und denkt sich, boah, warum bin ich da jetzt 10-mal gestorben und dann gibt es wieder so Tage da. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal im Prinzip an der Stelle. Das war ja, da hätte auch niemand stehen können, ich wäre trotzdem gestorben. Das war ja einfach nur saudämlich. Beim Gucken gestorben. Ja. Aber wir haben auch eigentlich nicht wirklich Alternativen, um die Stelle anders machen zu können. Also ich habe Pfeile geholt. Ja, ich glaube. Aber die darfst du natürlich nicht benutzen, weil du dich darüber aufgeregt hast, dass ich für ein paar hundert Pfeile geholt habe. Das sind jetzt meine Pfeile. Da steht mein Name drauf. Nee, ich will das auch nicht mit Pfeilen. Ich will das oldschool machen. Mano e mano. Ja, das wird schwierig, weil die Stamina, du hast ja gesehen, der hat mich zurückgetrieben, weil einfach so viel Stamina abgezogen wird, wenn er dich einmal schlägt und du willst sie regenerieren in Abstand und dann kommt der von hinten. Wir nehmen das Stamina-Schild. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist das genau der Takt, den wir gebrauchen können. Aber wir gehen einfach hier durch die Seitentür. Ah, shit. Er würde sogar durchpassen, aber er will nicht. Sein Problem. Die das extra so programmiert haben, dass die sich selber umbringen oder ob die Programmierer sich jetzt so im Nachhinein sagen, Ich glaube eher, dass sie sitzen und sagen, wer war denn dafür verantwortlich? Das ist total bescheuert, ne? Aber ich meine, sie hätten die ja nicht so programmieren müssen, dass die so nach hinten springen. Irgendwie, das ist echt, oder dann, ich weiß nicht. Oder dass sie fliegen können, weil es Gargold sind. Ja, das wäre vielleicht was gewesen. Wie schlecht sie da stehen, wie in einem schlechten. Ja, wir haben auch echt zu wenig Stamina. Ja, da war der Speer, der dich vorhin getroffen hat, siehst du? Das kann doch gar nicht sein, die waren doch noch gar nicht getriggert. Ich war auf dem Weg nach unten, wo wirklich kein Gegner getriggert war. Es kann echt nur so ein Drachenpfeil von oben gewesen sein. Aber selbst die sehen mich doch eigentlich nicht. Oh, ich dachte, er ist schon weg. Boah, geiler Move von dem Teil. Noch ein Digger. Fuck you, Mann. Fuck you. Fick, fuck, fick. Fuck! Fuck! Mann, ey! Fiese Stelle! Oh Mann! 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 Ja, das ist so enttäuschend. Das ist so ein Moment.
kann ich mir nicht vorstellen, wie das bei dir zu Hause abläuft, wenn du alleine spielst. Wenn ich alleine spiele, wäre diese scheiß Waffe schon auf plus 5 und ich würde ganz normal durchmarschieren. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich die ganze Zeit mit so einem halbbrüchigen Drecks-Zahnstocher in das schwerste Areal des Spiels gehe. Macht überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen. Ich weiß es auch nicht. Scheiß, lass uns Strength-Waffen nehmen auf Level 50.306. Lightning Spear plus 1, ey. Das, was aber danach kommt, ist eine richtig schöne Stelle, ne? Da ist viel Skill gefragt, viele Gegner mit viel HP, viel Backstabbing. Ich weiß gar nicht, wenn wir da durch... Ist denn schon das Bonfire? Ja, ich weiß es. So, dich bekämpfe ich immer hier oben. Ist okay. Fall nicht wieder rüber. Ah. Ah, ja, hier, guck mal. Was hast du gemacht? Oh, er ist mitgekommen. Er ist mitgekommen. Wer ist das denn hingekriegt? Keine Ahnung, ich stelle auch mal mit dabei. Ja, wir auch mal mit in der Partie sein, ne? Das ist doof, wenn du das jetzt hinter mir auch noch siehst, du den. Ach, du Scheiße. Aber er geht wieder zurück. Weißt du? Ah. Nein, er geht doch nicht zurück, er ist wieder da. Verarscht mich nur. Boah, ja, okay. Mach's doch noch mit. Oh! Wasser, ist der Sims. Backstab geht leider nicht. Ey, komm her, jetzt kriegst du aufs Maul. Jetzt ist nicht mehr mit Flüchten hier. So macht er, wenn er umfällt, ne? Hoppi, hopp! Kann, ne, komm. Hopp! Ich würde jetzt gern rüberspringen und ihm mit dem Speer voran in den Kopf springen, aber das geht nicht. Komm, Junge, spring! Wieso macht er das denn jetzt nicht? Ein cooler Move. Ja, die Ecke. So, liebe Freunde, kommt mal mit. Ihr habt jetzt die Wahl. Einer von euch beiden muss runterspringen. Entscheidet selber, wer von euch, okay? Okay, machen wir. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ich springe. Okay. Das Fiese ist, hier können ja auch schon diese drei Pfeile eintreffen, ne? Sobald ich dahin gehe, wo der steht, dann kommen schon die Pfeile. Das darf ich eigentlich nicht. Gut. Du hast mehr Geduld als ich. Ist mir schon oft aufgefallen, Dennis.
Yay! That's the way to go, huh? Power of the Geduld. Oh, war das beabsichtigt, die Rolle? Hm, ich dachte, da trifft gleich einer ein. Okay, Taktik die gleiche, ne? Einfach hin da. Und möglichst weit vorne, auf dem Sims ihn treffen, genau da. Dann fällt er nämlich runter, wenn du Glück hast. Oh. Gerade die Rolle machen und zu heilen, das war knapp. Oh, boah, ich schwitze an dieser Stelle, das Pad auch voll, aber es liegt auch daran, dass es so heiß ist, tut mir leid. Kann man den runterkicken? Ich glaube nicht, ich wollte es kurz probieren, aber die Situation war jetzt nicht so, als hätte ich viel Wahl. Voll easy die Stelle. Deshalb hängen wir da auch schon eine ganze Folge. Es hat schon wieder keiner die Zeit gestoppt, ne? Nobody took the time. Nobody said it would be that hard. I'd take you back to the start. Was ist los? Ich finde, der Songtext passt so gut zu dem, was wir hier machen. Nobody said it would be easy. No one ever said it be that hard. So ungefähr, ne? La 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 tonight. Wie viel Uhr, wie lang und warum? Hast du. Wie kurz unser Blog gewesen? Ja. Sehr gut. Aber um nochmal die Frage von vorhin zu wiederholen, wie lang und vor allem wie viel noch? 20 Minuten. Glaube ich. Ah, Mann. Ey, vielleicht mit dem Zweihänder und der Zweihandattacke, die da einfach. Ach so, dass man ihn so runter smasht. Aber, wahrscheinlich smasht uns das mehr runter als den. Es tut uns weh mehr als ihm. I see. Ja, es war schon, also es war ganz knapp gerade. Ich weiß nicht, hätten wir noch. Es war einfach knapp. Man muss damit so ein bisschen Glück auch durch. Within. You please. Spring doch einfach. Ach, dieser, yeah. So. Schon wieder. Hast du gesehen? Du hast auch Damage gekriegt, aber richtig. Aber warum? Hast du irgendwas gesehen? Nee. Strange, ne? Sonnenbrand oder so. Bei mir klappt das immer nicht so mit dem einer fällt runter wie bei dir. Ich krieg immer auf den Sack von den Spackos, ey. Ja, du gehst jetzt halt in Entfernung, wo sie mit ihren Fernkampfangriffen nee, starten. Nee, am Anfang habe ich mich auch dahin gestellt, aber dann hat der andere schon von hinten angefangen. Genau, da stellst du dich hin, da bleibst du stehen.
der andere sollte eigentlich nicht im Fernkampf sein. Jetzt kommt er da, siehst du, und jetzt wartest du eine Minute und vorbei die Maus. Ne? Oh. Da haben wir das Auto fokussen. We meet again. Die haben aber auch viele Angriffe, ne? Aber die sind zum Glück recht einfach. Nerven halt nur, weil immer der Schaden durchgeht. Ne? Ja, wir machen auch nur 45 Schaden. Das musst du dir mal geben. Was für ein Dreck, ey. Hm. Okay. Eddie time. Wir haben auch keine stärkere Waffe, ne? Das bringt alles nix. Ist die stärkste Waffe, die wir haben. Erstmal gucken. Ich wollte nur gucken. Ich muss mich auch mal motivieren. Go, Eddie, go! Auf den Sims, hau die Blacknets um. Bis es rums. Yay, sehr gut. Es tut mir echt leid, ich hätte dich besser anfeuern müssen. Das nehme ich auf meine Kappe. Hast du eigentlich schon mal einen Schlag bei denen gelandet? Oder ist das immer so dieses... Der Weg ist der schwerste. Ey, nimm mal ein Schild mit mehr Stability. Das gibt's ja nicht, wie der wegfliegt von den Dreckspfeilen. Ja, Stability, schnelle die. Das machen wir jetzt. Easy. Ja, also ich gehe normalerweise mit dem plus 5 Speer denn hier durch. Ja. Das ist natürlich jetzt blöd. Wir müssen zurücklaufen. Ich weiß gar nicht, welche Scherben wir brauchen für so ein plus 5 Speer. Kriegen es wahrscheinlich nur plus 3, plus 4. Ja, das wäre ja schon mal was. Ja, das wäre schon mal was, ja. Das würde sich schon bemerkbar machen. Wir hätten auch uns schon längst mal Human-Form machen können, einfach mit jemandem. Ach so. Dann schicken wir jemand anders vor und lassen die Drecksarbeit machen. Das stimmt, ja. Ah, ich hab so geblockt. So, komm her. Was mit deinem Kumpel? Kommt der heute auf? Nee, nicht so richtig. Jetzt kommt der dafür, ey, ich fass es nicht. Als ob die dazugelernt haben. Jetzt geht er wieder nach hinten, alles klar. Der lebt immer noch! Jetzt ist vorbei mit ihm. Ja, muss immer aufpassen. Eben sagen wir noch diesen Easy, jetzt nerven sie gerade wieder. Aber das Schild ist auch echt kacke, das ist ja. Crash Shield. Man sieht es ja an jedem Schlag, wie weit wir zurückgeschlagen werden. Wir brauchen mehr Stability.
hab's schon wieder geblockt. Ey, heil dich, weil wir wissen nicht, was da für eine magische Energiequelle ist, die uns ständig Energie abzieht. Ich guck mal kurz, sieht man den von hier? Vielleicht ein unsichtbarer Pfeil oder sowas, ich raff's auch nicht. The invisible Pfeil. Also, doch, da siehst du, was da... Boah. Das ist ja assig. Von da hinten schießt es. Man sieht gar nicht, wo das hä. Was war das denn? Ach, bin ich da. Ich wusste gar nicht, dass man da bei diesem. Ach. Jetzt wissen wir wenigstens. Frustlevel over 9000. Oder wir machen Fett. Wir brauchen ja gar nicht groß rollen, sondern nimmst das Tower Shield. Und? Und du regelst das so. Die Rollen brauchst du ja nicht, du musst ja nur. Ja. Ist ja lahm jetzt, ne? Ja, der ewige Sonnenuntergang über Anor Londo. Oh, schnell rauf da! Keine Alternative. Mir fällt auch waffenmäßig echt keine Alternative ein. Man kann es wirklich mit dem Bogen versuchen, aber ich weiß nicht mal, ob wir genug Pfeile haben, um einen damit zu vernichten, weil wir haben nur die schwachen Pfeile. Naja, ich glaub's auch nicht. Und es ist auch mit Bogen nicht so einfach, weil bis du immer gezielt hast, dann fliegt dir der Speer wieder entgegen. Komme ich bestimmt nicht an dem Typ vorbei, weil ich zu langsam bin. Das ist echt so eine Stelle. Sobald ich da diese Abkürzung eröffne, mache ich immer drei Kreuze. Das ist, da durchzukommen, ist nervig hoch drei. Natürlich. Es war so klar. Hätte wenigstens Moonwalk machen können oder so. Mhm. Sehr vorsichtiger Typ. Trotzdem ganz schön zurück, ey. Wenigstens. Das, was ich noch mache. Oh. Bisschen mehr auf Poise gegangen.
ist aber auch echt eine fiese Stelle hier. Jetzt stehe ich schon ein bisschen stabiler. Boah, was eine Reichweite, ey. Ey, was? Trink noch einen. Oh, ich komme wahrscheinlich nicht mal dahin, ey. Lauf nicht wegen Stamina, dass du damit voller ankommst. Ey, das gibt's doch nicht! Genauso wie eben, ne? Oh fuck. Das ist wirklich fucking unfair. Ey, ich kenne die Stelle, mir brauchst du es nicht sagen. Und ich glaube, Leute da draußen wissen auch, wie scheiße diese Stelle ist. Jeder von euch hat sich schon mal geschafft, aber ich wette mit euch, dass keiner von euch da noch nie gestorben Mann. Ist. Wer? Hör auf mal, das Pad in deinen Schritt zu legen, wenn du gestorben hast, als wenn du es mögen würdest. Jetzt hol dir Hilfe! Hol dir wenigstens Hilfe! Ich kann sonst die Stelle... Ich rast aus, ich gehe jetzt nach Hause, ich spiele nicht mehr weiter dieses Drecksspiel. Und gib meinen Schuh wieder her. Humanity wird benutzt. Hilfe wird besammelt. Naja, noch nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch invaded, während wir auf der... Und ich habe auch das Gefühl, dass bald die Waffe auf mich zerbricht. Okay, wir sind lebendig. Ja, stimmt. Dadurch, dass wir dauernd sterben, geht auch das... Oh, ich will gar nicht dran denken. Was für eine grandiose Scheiße, ey. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da so oft gestorben bin. Vielleicht war es Glück. Du willst aber auch immer ganz genau wissen mit der Kollisionsabfrage der Kanten. Ist schon lässig, wenn man hier so steht. Ne? Immer sehr lässig. Mhm. Was? Alter, Scheiße, ey. Zu nix machen, ey. Der Rückstoß propellert dich da runter, ey. Das Problem war, dass ich den nicht gefokust hatte. Weißt du? Und dadurch geht der Rückstoß geht ja immer nach hinten. Genau. Und mein Arsch hat nach hinten geguckt, anstatt. Parallel zur Ledge zu sein. Ich hätte ihn fokussieren sollen. Dann wäre das nicht passiert. Genau, das sah so ein bisschen komisch aus. Jedes Mal kam der Pfeil so von der Seite und hat sich einen 90-Grad-Winkel weggepaust. Ja. Das ist total bescheuert. Ist. Wasser. Für die Stimme. Boah. Ach, Mann, ey. Wenigstens mal irgendwie so ein Skateboard droppen würde oder sowas, dass wir uns da schneller fortbewegen können. Aber nee. So, jetzt hier mit fetter Ausrüstung wo ich. Ey, da bin ich auch echt enttäuscht gerade von dem Spiel, dass das plus Poise Ring und das Shield mit der Stability beide nichts gebracht haben. Apropos, den Ring würde ich gerne
austauschen. Das ist der Poise-Ring. Wer da hinten eine Stelle hätten wir den Ring of Sacrifice benutzen sollen, was aber auch nichts gebracht hätte, weil wir jetzt schon mehr als zweimal gestorben sind, aber. Ja, du hast aber recht, hätten wir es vorher gewusst so, hätten wir erst versucht mit unseren 20.000 Seelen zumindest. Ja. Ach komm, erst du hier, was ist los? Ich kann sie nicht mehr sehen, ey, ich kann sie nicht mehr sehen. Aber man merkt einfach halt, wenn man ganz ehrlich ist, merkt man auch, dass wir noch ein bisschen underpowered sind, beziehungsweise vom Equipment her. Einfach, sonst hätten wir nicht so Probleme bei dieser Stelle. Also klar, da erstmal hinkommen ist eine Sache, aber wenn man dann auch noch 20 Schläge braucht, um den Typ da zu beseitigen, dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Ja, du hast recht. Das ist das Ding, hätten dieses Lightning-Ding bei Gelegenheit wenigstens so 1, 2, 3 Level geben müssen. Komm, spring! Ja. Übrigens habe ich gestern gehört, dass hier das Dead Rising 3, was ja Xbox-exklusiv rauskommt, hast du das im Kopf, ne? Ja. Das wird so eine geile Kinect-Unterstützung haben. Das heißt, wenn du laut bist, werden die Zombies aufmerksam. Die schleißigst, also wenn du in deinem Zimmer, wenn einer reinkommt und irgendwas brüllt. Und wenn sie aufmerksam. Genau, okay. Dann lockt das Zombies an. Schätzchen, Essen ist fertig! Game over. Ja. Mama! Ich hasse dich! Ja, komm, der fällt auch runter. Ich bin hier schon wieder komisch geblitzt. Jetzt dreh dich einfach nach hinten, nach rechts, dann fällt er da links runter. Nee, du musst hier. Das ist perfekt, wenn du ihn hier an der Wand hast, siehst du? Weil dann machst du das hier. Hm. Und dann bist du halb tot. Hier, aber bei denen ist schon die Kollisionsabfrage manchmal ein bisschen. Du findest auch immer was. Ist doch so. Wollen wir mal zuerst den links probieren? Nee, ne? Das beste Spiel der Welt hier und trotzdem noch am Boden. Nee, der rechts ist auf der Ledge, das ist besser. Und danach ist ja schon das Bonfire, ey. Das ist alles, was zwischen uns und dem nächsten Lagerfeuer steht, ist wirklich nur Kollege hier. Oh, das sieht auch schon immer so aus, als ob die treffen. Und die Seelen mit. Nein. Was macht er denn jetzt? Er geht extra wieder runter. Oh. Ich mach's nur spannend. Okay. Party time. Oh, von hinten der auch noch. Das war ein bisschen fies jetzt. Boah, gib mir die Stamina. Siehst du das? Ja. Gut, Dennis. Yes! Und links weiter. Vergiss den anderen. Ganz vorsichtig. Daenerys! Ja, da runter! Hey! Und jetzt sind wir sogar lebend und könnten noch invaded werden. Oh fuck! Stimmt, wir wollen uns Hilfe holen. Wir Idioten. Haben wir voll vergessen, ey. Okay, jetzt ganz schnell. Aber da ist noch einer, pass auf. Nee, da links ist keiner. Ah, stimmt. Rechts ist einer. Schnell rein hier. Oh, hier ist auch Hilfe. Oh. Yeah, Dennis. Yeah. Oh, sehr gut. Muss auf die Zeit gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt auch raus. Ja, wir müssen raus. Ah, alter Schwede. Ah, das ist cool. Und da wartet schon der Solitär... Sonnengritter. Oh. Cool, guck mal. Oh, ich konnte kaum hingucken. Ey, das hast du sehr schön gemacht, Dennis. Wir kommen zum Ende von dieser fantastischen, für mich persönlich äußerst erfolgreichen Runde. Knallhart durchgenommen. Es hat großen Spaß gemacht. Schaltet ein, wenn es wieder heißt. Knallhart durchgenommen, Dark Souls mit Solaire und Dennis. Tschüss. Diabolische Lachen.